bin wieder Josh. Ich bin 28, ich komme aus Bern. Ich mache seit über 10 Jahren Parkour. Parkour hat mich vor allem gepackt, weil man, obwohl man in einer Gruppe trainiert, und jeder trainiert eigentlich an seinem eigenen Sprung oder an seinem eigenen Lauf, wo er dran ist, tun wir immer als Gruppe zusammen arbeiten. Man hilft einander viel. Und das ist das, was für mich das Parkour so ausmacht. Ich habe hinten viele Sportarten ausprobiert und alle sind immer so einzukämpferisch. Selbst wenn man irgendwo in einer Gruppe trainiert, ist immer so der Einzelkampf, wer schießt mehr Goal, wer macht mehr. Und das ist das, was mich ein bisschen angeschissen hat. Und beim Parkour hat man das überhaupt nicht. Es ist konkurrenzfrei. Es geht nicht darum, wer der schnellste und coolste ist. Es geht darum, dass man an sich selber arbeiten kann und ein bisschen weiterkommt. Ich bin angestellt von Parkour One. Ich habe dort auch meine ersten Training gemacht. Das ist so der Pionier vom Parkour in der Schweiz. Wir sind die Ersten, die das angeboten haben, so Training in der Schweiz. Mittlerweile gibt es auf der ganzen Welt Sachen. Mittlerweile wollen sie sogar Parkour olympisch machen. Da entscheiden wir uns dagegen, entscheiden, weil wir nicht wollen, dass man hier da anfängt, Konkurrenzkampf drinnen. Man ist für sich selber unterwegs und soll da nicht möglichst weit wollen kumpen und möglichst der Beste wollen sein. Dann haben wir von Parkour One Konkurrenzfreiheit sehr unterstützen. Wir haben das Gefühl, dass ein bisschen Konkurrenzkampf ist etwas Gutes, aber es soll nicht nur um das gehen, und das ist bei sehr vielen Sportarten ist das so, dass es einfach nur um das geht, und das wollen wir nicht. Wir wollen, dass man wirklich Freude hat am Trainieren und nicht immer so leistungsorientiert da denkt.